Welche Altersgrenzen gibt es für Waffenbesitz? Also unter dem Gesichtspunkt, dass wir diese Veranstaltung ja heute für die Jugend machen, sind die wichtigsten Altersgrenzen, die ihr wissen müsst, 12, 14 und 18 Jahre. Also ich darf ab 12 Jahren mit Luftverbrechen schießen, ich darf ab 14 Jahren mit dem Kleinkalibergewehr und dem Kleinkaliberpistole schießen und ich darf auch mit einer Doppelblende schießen. Das sind alles Disziplinen, um den Leistungssport zu unterstützen. Deshalb wurde hier vom Gesetzgeber eine Regelung getroffen. Und ab 18 Jahren darf ich alle anderen Waffen schießen. Im Unterschied dazu gibt es weitere Altersgrenzen im Gesetz. Das eine ist das Schießen, das andere ist das Erwerben von Waffen. Und hier hätten wir dann die Altersgrenzen 18, 21 und 25 Jahre. Das heißt, mein Verkauf wäre, dass ich mit 14 schießen darf. Das darf ich mit 18 kaufen. Und mit 21 Jahren darf ich eine Großkaliberpistole kaufen, wenn ich die entsprechenden Unterlagen habe, sprich ein biologisches Gutachten. Und ab 25 Jahren darf ich dann alle Waffen kaufen. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Was ist eine Ausnahme vom Alterserfordernis? Also, wie kann diese erteilt werden und soll die Behörde diese verteilen? Frage 1 waren die Altersgrenzen und in Deutschland gibt es für alles Ausnahmen. Ja, und so ist das auch im Waffengesetz. Und eine Ausnahme in unserem Fall wäre die Ausnahme vom Alterserfordernis. Das heißt, wenn ich vor diesen vorgegebenen Terminen praktisch schließen möchte, also wenn ich noch nicht 12 Jahre alt bin, dann brauche ich eine sogenannte Ausnahme vom Alterserfordernis. Meine Eltern und die Eltern können diesen Antrag stellen über den Verein und das ist immer an die zuständige Waffenbehörde. Ja, also man darf nicht ohne diese Ausnahme unter 12 Jahren auch nur ein Luftgewehr oder eine Pistole anfangen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ohne empfindliche Strafen, wenn man das tut für den Verein, für die Eltern, für den Jugendleiter, das haben wir schon einmal leider erleben müssen. Und deshalb hier mein ganz dringender Hinweis, unbedingt diesen Antrag stellen. Das heißt, es gibt ein Formular, das wird ausgefüllt von den Eltern, der Verein bestätigt die schießsportliche Begabung. Weiß, an dieser Stelle können wir jetzt die Frage kommen, wie bestätigt diese eine schießpolitische Begabung, wenn ich nicht schießen darf. Dafür gibt es das Lichtgewehr, Gott sei Dank. Ja, dadurch ist es leichter geworden. Dann braucht ihr eine Bestätigung von einem Arzt. Geht alles auf dem Formular drauf. Und mit diesen Unterschriften, die ihr dann eingesammelt habt, geht ihr zur Waffenbehörde. Und die Waffenbehörde sollte dann, so steht es im Gesetz, und sollte es, die muss, diese Genehmigung bestätigen. Wenn das nicht funktioniert, dann okay. Dann haben wir eine Frage zur Lagerung von der Waffe. Also wie lagere ich die Waffe korrekt zu Hause? Und was ist der Unterschied, wenn ich immer Hotel übernachten muss, wie lagere ich sie dort die Waffe? Also auf jeden Fall immer entsprechend der aktuellen gesetzlichen Grundlage. Das ist ganz genau geregelt. Da gibt es auch, einen Moment, da gibt es auch eine so schöne Übersicht von Deutschen Schützenbund. Da ist genau drauf, wie man Waffen in welchem Tresor aufbewahren muss. Das ist jetzt, seit der letzten Gesetzesänderung sind das nur mit Einzelschränke. Das ist wichtig, aber da kennen sich die Erwachsenen aus, das können die Eltern, die Trainer in den Vereinen wissen das, nur so als Hinweis, dass es das gibt. Bei Luftgewehren oder Luftpistolen ist es wichtig, die müssen nicht in diesem Tresor, nicht zwingend, aber sie müssen in einem verschlüsselten Verhältnis aufbewahrt werden zu Hause. Also, dass nicht jemand, wenn jemand zu Besuch kommt, einfach mal sagen kann, boah, guck ich mal die Luftpistole an oder das Luftgewehr. Das muss also alles weggesperrt sein und das Kartengewehr und die Sportpistole natürlich in den entsprechenden Tresor. Aktuell sind das Schränke mit der Position 0 oder 1. Und wie gesagt, immer drüber nachdenken, so sicher wie möglich aufbewahren, das muss das Motto sein. Und im Hotel, im Hotel ist es so, wann komme ich in die Situation, dass ich meine Waffe mit ins Hotel nehmen muss, wenn ich dann wegkommen bin und es gibt keine Unterbringungsmöglichkeit. In München und Deutschen Meisterschaft ist das geregelt. Bei uns im Schulungszentrum ist es jetzt geregelt mit dem Tresorraum, aber es gibt natürlich kleinere Veranstaltungen, wo diese Möglichkeit nicht gegeben ist. Und dann geht die Waffe mit ins Hotel. Natürlich muss ich um Erlaubnis fragen, dass ich eine Waffe mit ins Hotel nehmen darf. Ja. Und wenn ich das dann darf,
dann muss ich oder dann ist es empfohlen, ein wesentliches Teil der Wasser zu entnehmen. Da muss ich jetzt nicht unbedingt den Lauch rausschrauben, sondern da nehme ich in der Regel den Verschluss raus. Und den nehme ich einfach, wenn ich nochmal zum Essen weggehe, mit. Weil ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Wenn die Waffe gestohlen würde, was wir nicht hoffen wollen, und sie ist ohne Verschluss, dann kann niemand was damit anfangen. Ja. Ja, und genau darum geht es immer, alle Möglichkeiten, überall Vorkehrungen zu treffen, dass hier nach Möglichkeit nichts passieren kann. Das ist der Sinn. Das kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor mit der aufgebauten Hotel. Aber hier muss man ganz sorgsam sein und sie dann auch im Schrank verschließen, unterm Bett, irgendwas, ja, dass man sie nicht gut findet und einen Teil entnehmen, dass sie nicht schießbereit ist sozusagen. Ja, okay. Ja. Also wenn wir die Waffe jetzt korrekt gelagert haben, was machen wir mit der Munition dann? Wie lagern wir die korrekt? Daheim, bei der Unterfahrt und beim Wettkampf dann vielleicht? Die Munition ist zu Hause in einem sogenannten Blechschrank mit Schränkriegelverschluss aufzubewahren oder etwas, was dem gleichkommt oder besser ist natürlich. Wenn ich jetzt einen 0- oder 1er-Schrank habe, wie es jetzt seit kurzem vorgeschrieben ist, dann darf die Munition mit in den Schrank. Früher waren die Schränke nicht so ausgelegt in der Regel, dass die Munition damit rein durfte. Jetzt ist das anders, jetzt ist das einfacher. Aber in den alten Schränken war das einfach so, dass ich einen separaten Munitionsschrank brauchte. Es macht auch irgendwie Sinn, weil wenn so ein Tresor aufgebrochen würde mal bei einem Einbruch, dann hat derjenige, der das tut, sofort Waffe und Munition. Und ich glaube, jeder Sportschütze kann sich vorstellen, welche Gefahren sich damit einhergehen. Also Waffe und Munition getrennt voneinander ist immer eine gute Option. Und bei der Autofahrt, ja, bei der Autofahrt, wir sagen grundsätzlich, Waffe und Munition getrennt voneinander transportieren. Ich weiß, ich kenne die Diskussion, viele sagen, wenn ich sie nicht im Magazin habe oder nicht im Lauf habe, die Munition, dann ist sie getrennt von der Waffe. Das heißt, sie ist im Gebiet neben meiner Waffe. Es ist auch nicht eindeutig geregelt im Gesetz. Es ist immer nur geregelt, wie sie aufzubewahren ist zu Hause, aber beim Transport, da hat es noch ein paar Reserven. Also prinzipiell sagen wir, sage ich auch bei jedem Seminar, Waffen und Munition getrennt voneinander transportieren, ist immer die sichere Version. An dieser Stelle nochmal das Beispiel, man stellt sich vor, so ein Pistolenkoffer wurde gestohlen und es liegen 100 Schuss dabei. 100 Schuss sind für uns nicht viel. Für den Normalbürger draußen ist es unvorstellbar, weil 100 Schuss gleich, muss ich glaube ich nicht weiter ausführen. Deshalb immer die Empfehlung von uns, wir tun alles, was irgendwie machbar ist, um die Sicherheit hochzuhalten. So hoch wie irgend möglich. Das muss immer unser Ziel sein. Wir sagen, die schlechteste Variante wäre zusammen Waffe, Munition in einem Koffer. Das sagen wir ist schlecht. Und die beste Variante ist zwei getrennte Verhältnisse. Okay. Das ist, wie gesagt, wenn man drüber nachdenkt und sich das in Ruhe überlegt, dann kommt man selber drauf, dass das die beste Lösung ist. Ja. Dann, wie viel Munition darf ich zum Wettkampf mitnehmen oder zu Hause lagern? Gibt es da eine Größenangabe? Also auf jeden Fall nehme ich mal so viel Munition mit, wie ich brauche. Ja, wenn ich einen Wettkampf habe, für den ich 60 Schuss brauche, plus meine Probe, und alles, was passieren kann, dann habe ich da mindestens 100 Schuss in der Tasche und das darf ich auch. Und wenn ich zum Training fahre, ich sage nur, unsere Schnellfeuerschützen, die haben die 100 Schuss am Vormittag erledigt. Die brauchen ein bisschen mehr an so einem Wochenende. Also so viel, wie ich auf jeden Fall brauche. Was ich nicht tun sollte, ist, ich sollte nicht meinen Jahresbestand durch die Gegend fahren, damit der frische Luft bekommt. Das darf ich nicht. Wenn ich da angehalten werde, dann komme ich in Ergärungsnotstand. Es gibt Transportbestimmungen, in denen das genau geregelt ist. Da redet man von einzelhandelsgerechter Verpackung bei maximal 50 Kilo Bruttomasse. Ich glaube, das muss den Jugendlichen nicht interessieren. Da kümmern sich andere drum. Für die Jugend ist es wichtig, das, was ich brauche für mein Training, für meinen Wettkampf, das darf ich auch mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich mehr transportieren muss, zum Beispiel, wenn Waffen angeschossen werden, der Übungsleiter oder Trainer fährt zu irgendeiner Firma, schießt Waffen an, dann gelten Regeln, Feuerlöscher dran, muss dabei sein, die müssen in der Originalverpackung transportiert werden und so weiter. Also gibt es genau, so wie alles geregelt ist in Deutschland, ist auch das geregelt und damit muss man sich einfach im Vorfeld beschäftigen. Zu Hause habe ich keine Vorgabe,
Ja, also wie gesagt, wenn wir viele Schützen, ja, schießen ja ihre Waffen an und dann habe ich, kaufe ich mir mein Jahreskontingent, 10.000, 15.000, 20.000 Schuss, je nachdem, wie viel ich machen möchte. Und es macht natürlich auch Sinn, wenn ich eine richtig gute Munition gefunden habe, diese Losnummer dann auch zu kaufen, weil die bekomme ich nicht wieder. Wenn das Los abverkauft ist, dann bekomme ich diese tolle Munition, die in meiner Waffe so gut gelaufen ist, nicht. Aber ich muss natürlich Sorge tragen, dass ich die Munition auch wirklich absolut korrekt aufbewahren kann. Und dann gelten alle Regeln. Und ich glaube, je mehr Munition ich zu Hause habe, umso strenger wird die Behörde drauf gucken bei der Kontrolle. Klar, ja. Mit allen. Ja. Okay. Die nächste Frage haben wir, glaube ich, schon kennt. Darf ich Diabolos im Waffenkoffer bei der Waffe transportieren? Die sind unstrittig. Das ist ein kleiner Klumpen Blei. Ja. Zählt nicht als Munition in diesem Sinne. Also das ist unstrittig. Okay. Dann zur nächsten Frage. Wann benötige ich eine Waffenbesitzkarte und wann muss ich sie mitführen? Ganz, ganz wichtiges Thema. Ohne Waffenbesitzkarte geht meine Waffe nicht aus dem Haus. Ja, meine erlaubnispflichtige Waffe, die ist immer an die BBK gebunden, weil das ist das Dokument, das belegt, erstens, dass es meine ist, zweitens, dass ich sie haben darf, dass ich sie transportieren darf, dass ich überhaupt irgendwo hin darf. Und das ist in der Waffenbesitzkarte eingetragen. Bei den Jugendlichen, von denen wir ja heute sprechen, sind das die Sportpistole und das Sportgewehr im Kaliber 22. Die stehen in diesen Karten drin. Wichtig ist, wenn ich eine solche Waffe erwerben möchte, muss ich immer vorher diese Waffenbesitzkarte beantragen. Und in diese Waffenbesitzkarte kommt auch ein Voreintrag. Ganz, ganz wichtig. Egal wie, es ist immer vorher eine Waffenbesitzkarte zu beantragen. Und es ist auch wichtig bei den grünen Waffenbesitzkarten, da kommt zum Beispiel die Sportpistole rein, dass ich einen Voreintrag habe. Beim Sportgewehr wäre es so, dass ich diesen Voreintrag nicht bräuchte, weil es eigentlich in die gelbe Waffenbesitzkarte gehört. Aber wir reden hier von der Jugend. Und da gibt es auch einige wenige, die ihre Waffenbesitzkarte unter 18 Jahren bekommen, zum Beispiel im Verbandskader. Und die bekommen dann auch für diese Waffe eine grüne Waffenbesitzkarte ausgestellt, aus Sicherheitsgründen. Können wir gerne noch näher darauf eingehen, wenn es Fragen dazu gäbe. Möchte ich jetzt an der Stelle nur kurz erwähnen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ich zum Beispiel ins Ausland fahre als Sportler, dann brauche ich zusätzlich zur Waffenbesitzkarte noch einen europäischen Feuerwaffenpass. Ganz, ganz wichtig, ich darf nicht aus Deutschland rausfahren ohne dieses Papier. Und das brauche ich auch, wenn ich in die Schweiz fahre zum Wettkampf, obwohl die Schweiz gar nicht zur EU gehört. Ja. In jedem Fall soll ich einen europäischen Feuerwaffenpass ausstellen lassen. Und ganz wichtig ist, man muss immer mit beiden Dokumenten unterwegs sein. Das ist eine ganz hinterhältige Geschichte. Man denkt, man fährt ins Ausland, hat dann EFP, wie er kurz heißt, dabei. Aber man muss bis zur deutschen Grenze eine deutsche Waffenbesitzkarte dabei haben, sonst wird es okay. Ja, also nichts. Wir lassen jetzt die WWK schön zu Hause und so, damit ihr nichts passiert. Die muss auch mit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, klar, wenn ich ins Ausland fahre, muss ich immer eine Einladung dabei haben. Also ich darf nicht einfach mein Gewehr, weil mir das so lieb und teuer ist, es mitnehmen im Urlaub, nur damit ich es dabei habe. Das darf ich nicht. Ich darf es immer nur mitnehmen, wenn ich einen Grund habe. Und den muss ich nachweisen, wenn ich gefragt werde. Und wer glaubt, dass es nur in Deutschland so streng ist, der irrt. Das ist in vielen unserer europäischen Nachbarländer viel dramatischer. Oh. Ja, und deshalb an dieser Stelle nur der Hinweis, tut es bitte nicht. Kümmert euch im Vorfeld, was ihr braucht, um mit eurem Gewehr oder eurer Pistole unterwegs zu sein. Und hier noch ein Hinweis für unsere Kadersportler. Man darf in einen europäischen Feuerwaffenpass auch Luftgewehr und Luftpistole eintragen, obwohl man es nicht müsste, rein rechtlich gesehen. Aber ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, wer mit einem Luftgewehr und einer Luftpistole am Stuttgarter Flughafen wegfliegen möchte damit, ist immer hilfreich, wenn es irgendwo eingetragen ist, damit wir Deutschen was zu kontrollieren haben. Und das hat sich so eingebürgert, Luftgewehr und Luftpistole eintragen zu lassen. Es macht das Reisen einfach leichter. Das ist nur so ein Tipp von mir. Ich habe das schon erlebt. Und wenn die Bundespolizei was zu kontrollieren hat, ist es einfach auch einfacher. Und ich kann am besten beweisen, dass es meine ist. Genau. Ja, wenn ich zurückkomme und irgendjemand sagt am Zoll zu mir, beweisen Sie mal, dass das Ihre ist, dann weiß ich natürlich die Nummer und habe den Schlüssel. Aber rein rechtlich gesehen
ist das die einfachste Lösung, zu sagen, hier steht sie drin, das hat meine Behörde eingetragen. Das mal nur so nebenbei, war jetzt nicht Gegenstand der Frage, aber nur so als Tipp, damit ich es nicht vergesse, zu erwähnen. Also alles nicht so einfach, aber wenn man sich dran hält, alles beachtet, die Regeln beachtet, dann ist eigentlich alles. Wenn man deshalb finde ich das super, dass ich heute hier eingeladen bin, dass ich es wirklich jetzt auch mal für die Jugend sagen kann, wenn man das von klein auf in Anführungsstrichen macht, dann ist das ganz normal. Ja. Ich wüsste keinen unserer Schützen, der ohne Waffensitzkarte aus dem Haus ginge, ja, oder die europäischen Feuerwaffen fast nicht hätte. Mhm. Wenn man das einfach, wenn man damit groß wird, merkt man es einfach. Das gehört dazu. Ja. So wie der Fußballer seine Fußballschuhe mitnimmt, nehmen wir halt Pistole und Waffensitzkarte. Ja, okay. Die nächste Frage. Darf der Jugendliche die Waffe zum Wettkampf mitnehmen? Luftgewehr und KK, vielleicht beide Seiten betrachten. Was muss man dabei beachten? Und was muss der Erziehungsberechtigte beachten? Also prinzipiell ist mal ein Transport von Waffen ab 18 Jahre erlaubt. Das gilt auch fürs Luftgewehr. Ja, das ist zwar jetzt nicht eine Waffe, die ich in den Tresor sperren muss, aber sie wird dann gleichermaßen so behandelt beim Transport. Deshalb auch verschlossen transportieren, nicht irgendwo einfach hinlegen. Das Luftgewehr ist, wenn was passiert, macht der Staatsanwalt da wenig Unterschiede, haben wir festgestellt, leider. Also ganz, ganz wichtig, es wird gleichermaßen behandelt. Es sei denn, ich hätte natürlich jetzt die bereits vorhin erwähnte eigene Waffensitzkarte unter 18 Jahren bekommen. Ja, dann ist es was anderes. Die wird aber sehr spärlich erteilt, diese Waffenbesitzkarte unter 18. Das schaffen bei uns einige unserer Verbandskaderschützen, die haben eine WBK unter 18. Ansonsten sind die Eltern zuständig für diese Waffen. Das hat auch einen einfachen Grund. Ich darf meine Waffe eigentlich, wenn ich unter 18 bin, wo soll ich sie transportieren? In der Regel wird sie im Auto transportiert. Wenn ich noch keinen Führerschein habe, darf ich sowieso nicht alleine fahren. Ist also ein Erziehungsberechtigter dabei oder ein 18-Jähriger, ein Volljähriger dabei. Fällt es weg. Habe ich dieses Auto, ist es gut, dann passt es. In öffentlichen Verkehrsmitteln, da muss man vorher schauen. Also wir wissen zum Beispiel von der Stadt Stuttgart ausdrückliches Verbot, Waffenmunition, zum Beispiel in der S-Bahn-U-Bahn Schlagmuschton, zu transportieren. Man muss immer nach den Transportbestimmungen der jeweiligen Stadt, Region, wer ist der Anbieter dieser Fahrten, nachschauen. Die Deutsche Bahn sagt zum Beispiel in ihren Transportbestimmungen, ist nicht erlaubt. Okay. Und wenn sie dich erwischen, dann passiert zwar angeblich wohl, ich sage das sehr vorsichtig, nichts Schlimmes, man setzt euch irgendwo in der Pampa auf die Straße. Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so sehr angenehm, wenn man unterwegs ist zum Wettkampf. Und deshalb ist dieses Transportieren unter 18 eigentlich eine ganz Sache, die nicht oft stattfinden kann. Deshalb, wie gesagt, für unsere Kadersportler diese Ausnahmeregelung unter 18, weil sie diesen europäischen Feuerwaffenpass brauchen. Und der wird nur in Verbindung mit der WBK ausgestellt, in dem Fall jetzt hier. Und deshalb ist das eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber wirklich hier an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müsst, weil die Eltern vielleicht nicht fahren können, bitte genau schauen, was darf man wo. Immer erst informieren. Und das ist auch in Stuttgart anders als in Ravensburg oder in Heilbronn. Ja, das haben wir festgestellt. Da muss man also wirklich reinschauen in die Transportbestimmungen der jeweiligen Geschichte und muss sich da informieren. Der Erziehungsberechtigte, was muss er beachten? Er muss natürlich Sorge tragen, dass sein Kind, seine Kinder, so wie der Jugendleiter auch, alles richtig macht. Er kümmert sich um die entsprechenden Formulare, wenn er sie gegebenenfalls braucht für den Transport. Und er darf nichts anordnen, was dem Gesetz nicht entsprechen würde. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Eltern neigen dazu zu sagen, wenn ich das erlaube, dann ist das okay. Das geht in dem Fall wirklich nicht. Und hätte auch bitterböse Konsequenzen für den Erwachsenen oder für den Vater und Mutter, wenn sie selber Waffen haben. Ja. Kann ich überhaupt wirklich gar nicht empfehlen, sollte man sich an der Stelle tunlichst zurückhalten. Ganz, ganz schlechter Ratgeber zu sagen, ich entscheide das jetzt. Das sein lassen, wie man die Regeln ins Gesetz hatte. Ja, beim Waffengesetz versteht unser Staat noch weniger Humor wie bei seiner Steuererklärung und Finanzamt. Also das ist ein alles Thema. So. Ja. Okay. Ja. Okay. Mhm. Wie transportiere ich eine Waffe korrekt?
allgemein nochmal zusammenfassen vielleicht? Genau, wir fassen es nochmal zusammen. In jedem Fall immer ungeladen. Es darf kein Schuss irgendwo im Magazin sein oder gar im Lauf. Das ist, deshalb haben wir ja immer diese Schnüre da durchgezogen. Das hat also schon seine Berechtigung, dass man da auf der sicheren Seite ist, in einem verschlossenen Verhältnis. Also nicht zugriffsbereit, wie es so schön heißt. Und ganz, ganz wichtig ist, nicht zugriffsbereit auch für mich selber. Also nicht nur Fremde. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Ich hoffe, es hört keine Waffenbehörde zu. Ich habe früher immer alten Waffengesetz meinen Pistolenkoffer, den Pistolenkoffer meiner Tochter hinter meinem Fahrersitz deponiert gehabt, weil ich ein zweitüriges Auto fahre. Eigentlich aus meiner Sicht der sicherste Ort, da kommt man nämlich wirklich nicht hin. Hat man mich belehrt, durfte ich nicht mehr. Ich könnte da ja nach hinten greifen und vielleicht diesen Koffer vorholen. Das ist immer meine Lieblingsanekdote beim Seminar, weil ich hätte jedem angeboten, das bei mir mal auszuprobieren. Nein, es geht einfach darum, man darf nicht während der Fahrt auf die eigene Waffe Zugriff haben. Man könnte ja, wenn man sich über irgendetwas ärgert im Straßenverkehr, zur Waffe greifen. Es gibt wirklich solche Aussagen, die sind nicht von uns und auch nicht sicherlich von keinem Schützen. Und man muss den Zugriff fremder Personen ausschließen. Das ist dann, diese zwei Sachen sind eigentlich wichtig und darüber muss man nachdenken, wenn man seine Waffe, transportiert. Okay. Zum Transportkoffer dann nochmal. Wann muss der mit der Waffe wie verschlossen sein? Der muss eigentlich immer verschlossen sein, außer wenn ich auf meinem Schützenstand stehe. Dann darf ich den aufmachen, nehme die Waffe raus und wenn ich fertig bin mit meinem Wettkampf oder meinem Training, dann kommt er da wieder rein. Wie muss er verschlossen sein? Ja, er darf nicht mit wenig Aufwand praktisch zugänglich gemacht werden, also dass er aufgeht. Ich weiß, dass man mit Kabelbinder sogar einen Koffer verschließen kann, weil Kabelbinder kriegt man nicht ohne weiteres auf. Wer das mal versucht hat, wer den falsch angebracht hat, den machst du so nicht einfach wieder auf. Vernünftig ist ein gutes Schloss. Ja? Und da darf auch keiner die Kombination wissen, also die Zahlenkombination, das sind alles so Sachen, das ist so, wie gesagt, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, zu viel Sicherheit geht nicht. Mhm. Ja? Alles überlegen, kurz nachdenken, was passiert, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, ja? Wenn einer an meine Pistole oder an mein Gewehr kommt, was kann passieren, und dann komme ich schon ganz alleine drauf. Also ich kenne eigentlich nur Schützen, denen das sehr bewusst ist und die da auch wirklich absolut korrekt handeln. Man darf es auch nicht vergessen. Ja. Bei uns werden solche menschlichen Fehler nicht verziehen. Ja. Ja, wenn man uns da irgendwo bei einer Verkehrskontrolle anhält und sie wäre nicht so verschlossen, wie sie sein sollte, hat immer böse Folgen. Ja, wichtiges Thema. Sicherheit. Sicherheit immer ganz, ganz, ganz oben. Ja, okay. Dann haben wir gerade das Szenario zum Beispiel, die Polizei hält uns an. Wir wollen zum Wettkampffahrer, Polizei hält mich auf. Wie verhalte ich mich richtig? Darf ich den Koffer öffnen, wenn die Polizei es verlangt? Oder wie verhalte ich mich jetzt? Die Frage ist super. Die kann ich auch nachvollziehen, weil als Sportschütze darf ich meine Waffe ja eigentlich nur auf dem Schießstand auspacken. Richtig. Wie heißt es so schön, vom Bedürfnis umfasst der Zweck und der beschränkt sich bei uns auf den Schießstand. Zu Hause einpacken und auf dem Schießstand auspacken. Jetzt werde ich angehalten und aufgefordert, diese Waffe auszupacken. Wir haben das lange versucht, nicht zu tun, aber da hat man uns belehrt. Und das ist auch, glaube ich, ganz normal. Wenn die Polizei dazu auffordert, dann muss ich das tun. Das ist mit anderen Sachen auch. Also angenommen, ich komme in eine Verkehrskontrolle, der Polizist möchte in den Kofferraum schauen. Was mache ich dann? Ich mache es mal an meinem Beispiel. Ich würde aussteigen und auf dem Weg nach hinten würde ich ihm sagen, ich bin Sportschützin. Bin auf dem Weg zum Training, da hinten liegt ein Koffer mit Sportpistole, in meinem Fall wäre es ein Sportgewehr, und weise ihn darauf hin. BBK habe ich zwischenzeitlich auch in der Hand, die liegt ja irgendwo in der Tasche, die habe ich also in der Hand, kann ich ihm zeigen. Fordert mich der Polizist dann auf, dann mache ich den Koffer auf. Ansonsten weise ich ihn darauf hin, dass ich es nicht darf, eigentlich, aber wenn er sagt, bitte öffnen Sie den Koffer, und dann lasse ich sie auch da drin liegen. Also nicht freudestrahlen, die Sportpistole dann rausheben, dass alle was zum Filmen haben oder sich bedroht fühlen, um Gottes Willen. Die lasse ich einfach im Koffer liegen und dann soll der Polizist die angucken. Und wenn er der Meinung ist, die Nummer, dann kann er sich die anschauen, kann die anfassen. Okay. Aber ich würde es nicht aus dem Kofferraum rausholen. Ja. Ich würde nicht da irgendwo rumhantieren. Das wäre mir persönlich, deshalb sagen wir das so, mir persönlich, wenn es zu gefährlich, aber aufmachen muss ich den Koffer. Okay, das ist okay. Also gut. Ja.
Ich glaube, die Frage war auch schon kennt, darf ich zum Wettkampf fahren und das Gewehr auf den Rücksitz legen? Das hast du auch gerade angegeben. Das darf ich eigentlich nicht. Aber was ist, wenn ich ein Smart fahre? Kann dir jemanden, der hat es mit einem K98, ja, für die Älteren, die jetzt hier vielleicht zuhören, war der unterwegs und mit dem Smart, jeder weiß jetzt, wie der sich angestrengt hat, um den da reinzukommen. Also der Gesetzgeber kann mir nicht vorschreiben, dass ich mir jetzt ein anderes Auto kaufen muss. Das kann er nicht. Mhm. Aber auch hier gilt, so sicher wie irgend möglich transportieren. Es wird nicht der Regelfall sein, aber wie gesagt, ja, ich kenne jemanden, der es wirklich so machen musste. Wichtiger Hinweis noch an dieser Stelle, man sollte von außen nicht erkennen können, dass ich Waffen transportiere. Also so gern wir alle demonstrieren, dass uns unser Schützenverein wichtig, lieb und teuer ist, wenn ich da einen Koffer in meinem Smart auf dem Beifahrersitz habe, der voll ist mit württembergischen Meisterschaften von 2000 und die nächsten 20 Jahre mit diesem Aufkleber der Waffenkontrolle, dann kann sich jeder vorstellen, der da vorbeiläuft, da ist eine Waffe drin, das sollte ich nicht tun. Ja. Zum Glück irgendwas so unverfänglich wie möglich, also oder nochmal in ein anderes Verhältnis reintun, vielleicht in einem, was ich irgendwo zu Hause habe, was da noch drumherum passen würde. Also das gilt auch fürs Auto als solches. Es sollte nicht erkennbar sein. Ich kenne viele Menschen, die fahren stolz mit dem Aufkleber auf der Rückscheibe von ihrem Schützenverein rum. Das hat der Gesetzgeber wirklich auch so formuliert. Es soll von außen nicht erkennbar sein, dass sich in diesem Auto möglicherweise Waffen befinden. Und das, glaube ich, ist nachvollziehbar. Also wenn ich über den Parkplatz laufe und sehe so ein Auto mit fünf Aufklebern drauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Waffe in dem Auto ist, höher als in allen anderen. Ja. Und das sollte ich nach Möglichkeit nicht tun. Ja, das ist eine gute Geschichte. Kann jetzt jeder zu Hause mal an seinem Auto vorbeilaufen. Und es gibt auch diese Aufkleber mit diesen Schusslöchern. Die sind ganz witzig. Aber vielleicht kriegt man die irgendwo anders hin und nicht aufs Auto. Ja. Ja, also wir müssen es auch nicht provozieren. Genau. Wäre so meine Auffassung dazu. Okay. Gibt es eine Grenze, wie viel Waffen ein Betreuer vor Auto transportieren darf? Auch eine ganz wichtige Frage, insbesondere für die Jugendtrainer oder Jugendleiter, die mit ihren Sportlern unterwegs sind. Also ich sage es mal so, so viel wie reinpassen in das Auto unter der Maßgabe nicht zugriffsbereit und verschlossen und im Koffer und im, ich glaube, dann hat jedes Fahrzeug irgendwann seine natürliche Grenze, wenn man noch nach hinten rausgucken möchte. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt keine Vorgabe, wie viel das sein dürfen, aber es muss alles im Rahmen der Regeln bleiben. Ja, okay. Wie gehe ich korrekt mit einer Vereinswaffe um, für die es eine Waffenbesitzkarte gibt, die auf den Verein bzw. auf den Vorstand ausgestellt ist? Im Vergleich zu der privaten WBK. Also vor einigen Jahren hat der Gesetzgeber diese Vereinswaffenbesitzkarte eingeführt. Ich muss sagen, das war mal eine richtig gute Sache. Da wird jetzt wirklich auf der Seite 1 der Verein eingetragen und auf der Rückseite sind bis zu 6 Personen möglich, die man dort vermerken kann, also für die Zuständigkeit. Das macht es schon mal leichter. Und wenn ich mit einer Waffe unterwegs bin, die in dieser Vereinswaffenbesitzkarte eingetragen ist, dann bekomme ich immer zumindest eine Kopie mit, weil oftmals sind ja viele Menschen unterwegs, 8 Waffen stehen drin in so einer Waffenbesitzkarte, also nur einer könnte das Original haben. Die anderen bekommen eine Kopie und immer auch einen Transportschein. Ja, das ist ganz wichtig, der muss für jedes Mal ausgefüllt werden, aktuell sein. Und natürlich hat die Verantwortung derjenige, der die Waffe übergibt. Und schon aus dem Grund, es ist gar keine so schlechte Regelung vom Gesetzgeber, die Verantwortung lenkt praktisch in den Verein sozusagen. Und wenn jetzt der Vereinsvorsitzende oder wer auch immer diese Waffe da rausgegeben hat, die jemanden übergeben würde, der nicht zuverlässig ist, dann ist seine eigene Zuverlässigkeit in Gefahr. Und das überlegt man sich gut. Das überlegt man sich sehr gut. Und insofern funktioniert das auch sehr verantwortungsvoll. Ja, also ich glaube nicht, dass jemand riskieren würde, seine eigenen Waffen zu verlieren, nur weil er jemanden in der Waffe vertraut hat, bei dem man Zweifel hätte, ob der ordnungsgemäß damit umgeht. Das wird man also nicht tun. Das ist der Unterschied zur privaten Waffenbesitzkarte. Da bin ich allein zuständig für meine private Waffenbesitzkarte. Und bei der Vereinswaffe da jedenfalls, Vereinswaffenbesitzkarte, da haben wir schon noch ein bisschen was anderes dran. Wichtig ist, wenn von der Vereinswaffenbesitzkarte eine Waffe ausgeliehen wird oder übergeben wird, zum Beispiel zum Wettkampf, die Person, die sie übernimmt, muss volljährig sein. Das ist ganz, ganz wichtig.
Bestenfalls hat sie natürlich eine eigene Waffenbesitzkarte. Das ist der Idealfall und ich weiß auch, dass es niemand gern hört, dass man eine Waffe auch ohne eigene Waffenbesitzkarte transportieren dürfte. Das ist so eine Sonderregelung als Beauftragte des Vereines. Das macht es noch mal schwieriger, noch mehr Verantwortung für den Verein. Deshalb wird es auch nur in wenigen Fällen gehandhabt. Und es ist wichtig, dass man immer die entsprechenden Papiere dabei hat. Ja. Zumindest die Kopie der Waffenbesitzkarte, am besten Stempel drauf, vom Verein nochmal, dass es alles seine Ordnung hat. Viele lassen sich auch von der Behörde eine beglaubigte Kopie machen. Das ist natürlich ganz gut. Ja, die kommt natürlich einem Original relativ nah. Aber wichtig ist auch hier wieder, gleich, was wir seit Frage 1 immer wieder haben, Sicherheit, Verantwortungsbewusstsein im Zusammenhang mit Waffenmunition. Ja. Genau, Thema Sicherheit ist ganz, ganz wichtig. Kommen wir zu den Sicherheitsschnüren. Mhm. Bekanntlich sind die orangefarbige, aber sind auch andere Farben erlaubt, grün, pink, neon, irgendwas. Also das wir haben so unterschiedliche Lücken bei KK dann auch noch. Ja. Wir haben keine Regelung gefunden, okay, die besagt, ich dürfte sie nicht gestreift, kariert oder sonst wie machen. Wichtig ist, dass sie dem Zweck, dem sie dienen soll, auch entspricht. Also nicht, dass sie irgendwo auseinanderbricht, wenn ich sie nur angucke. Also das ist ganz wichtig. Ob die jetzt neonfarben pink ist oder orange ist oder gelb ist, das spielt da keine Rolle. Wichtig ist, sie muss ihren Zweck erfüllen. Also vorne und hinten rausgucken aus dem Lauf, damit jeder weiß, warum sie da drin ist. Sie dient wieder der Sicherheit, dass man erkennt, aha, es kann nichts im Lauf sein. Das ist der Sinn des Ganzen und da spielt die Farbe eine untergeordnete Rolle. Es sollte nur auffällig sein. Ja, das kann schwarz sein. Genau, dass man es schneller kennt. Ja. Und Luftgewehr, KK gibt es keinen Unterschied. Nein. Gibt es beides. Genau. Wann und wo darf ich meine Waffe auspacken? Ganz, glaube ich, vorhin schon mal irgendwo kurz angesprochen, an meinem Stand, wenn ich beim Schießen bin, dann packe ich die aus. Die Aufsicht vergewissert sich beim Wettkampf zum Beispiel auch, dass die ausgepackte Waffe in Ordnung ist. Umgekehrt, wenn ich fertig bin mit dem Schießen, beim Einpacken wieder. Das heißt, Sicherheit wieder mal ganz oben in der Liste. Wichtig ist, dass bis zu dem Punkt verschlossen transportiert wird und sobald nach dem Einpacken wieder verschlossen transportiert wird. Ich dürfte sie zu Hause auspacken, wenn ich sie putze zum Beispiel. Das darf ich auch. Üblicherweise steht sie im Tresor ohne Tasche oder Koffer, weil sonst ist der ja wahrscheinlich gleich voll. Das darf ich also ohne Koffer einschließen. Und zusammenfassend kann man vielleicht sagen, für jeden, der jetzt überlegt, ob er eine Frage hierher schickt, dann darf ich es da, muss ich mir immer überlegen, ob ich es vom Bedürfnis umfassten Zweck tue. Das heißt, bei einem Sportschützen, ich darf nur Dinge tun mit der Waffe, die mit dem Schießen zusammenhängen. Weil ich bekomme meine Waffe ja auch nur für den Schießsport, dann darf ich sie auch nur dafür benutzen. Also putzen muss ich sie, muss sie aufbewahren und diese Dinge alle. Ich muss sie auch vielleicht zum Büchsenmacher bringen, zur Reparatur. Also alles, was damit zu tun hat, was mit dem Schießen zu tun hat, dann darf ich sie auspacken und dann muss sie auch nicht zwingend verschlossen sein. Ja. Immer, das ist so das als Eselsbrücke, wenn ich jetzt überlege, darf ich das oder darf ich das nicht, muss ich kurz nachdenken, hat das was mit meinem Schießsport zu tun, dafür habe ich die Waffe und dann komme ich meistens drauf und im Zweifel lieber mal fragen vorher, weil auch hier wieder die Konsequenzen, die dann drohen können. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wann darf ich die Sachkunde ablegen? Und dann auch in Bezug auf Jugendschützer, was bringt mir die? Also zunächst mal vorweg für diejenigen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was eine Sachkunde ist. Sachkunde ist so wie Führerschein fürs Auto. Sachkunde mache ich zum einen, damit ich den Umgang lerne mit der Waffe und mit der Munition. Wenn ich weiß, auf was ich alles achten muss. Deshalb ist das auch eine 16-stündige Ausbildung mit anschließender Prüfung. Und ganz wichtig ist, ohne Sachkunde bekomme ich in Deutschland keine Waffenbesitzkarte. Die muss ich also vorlegen. Das ist mal der Hauptgrund, einmal der Umgang mit der Waffe zu lernen. Und das zweite ist, ich brauche diese Sachkunde zwingend, wenn ich eine Waffe beantragen möchte, also eine Waffenbesitzkarte beantragen möchte, die ich ja brauche, um meinen Sport auszuüben. Dann muss ich eine Sachkunde vorlegen. Okay. Ja, das ist ganz wichtig. Der Gesetzgeber hat keine Altersgrenze vorgesehen. Das heißt, ich kann also meine Sachkundeprüfung auch mit 15, 16, 14, wie auch immer, machen. Wichtig ist, ich muss das verstehen, was dort
vermittelt wird. Also mit 10 kann ich die wahrscheinlich ganz sicher nicht machen. Ja. Und die natürliche Grenze ist eigentlich 14, wenn man darüber nachdenkt, weil ab 14 darf ich mit Kleinkaliberwaffen schießen in der Ausbildung. Und ich muss in der Ausbildung ja mit Waffen schießen. Was ich nicht darf, ist, ich darf nicht mit Großkaliberwaffen schießen in der Ausbildung. Das ist nicht erlaubt. Ich darf aber dann später, wenn ich meine Sachkunde habe, wenn ich die Altersgrenzen erreicht habe, dann später auch mit Großkaliberwaffen schießen, trotz alledem, oder die auch erwerben. Aber wichtig ist bei der Ausbildung, das wissen die Ausbilder auch, als Jugendlicher unter 18 Jahren bekomme ich dort keine Großkaliberwaffe in die Hand, wird alles mit Kleinkaliber gemacht. Ansonsten sind das Dummies, ja, wenn man wirklich sowas, wenn man sowas zeigt oder behandelt im Unterricht. Und wie gesagt, dann wäre 14 so die untere Grenze. Man sollte beachten, mit 14 macht es noch nicht unbedingt vielleicht Sinn, außer dass man den Umgang wirklich gut lernt. Aber wir haben Behörden gehabt in der Vergangenheit, die bei Jugendlichen, die zum Beispiel Verbandskader waren, mit 15, 16 ihre Sachkunde gemacht haben, die sie machen müssen, wenn sie eine WPK abkommen unter 18. Wir hatten es schon. Man sollte sie nicht zu früh machen, wenn man nicht vorhat, sich eine Waffe zu kaufen. Ja, also ich hatte schon Fälle, die haben im Landeskader die Sachkunde gemacht mit 16, sind dann zum Studium gegangen, haben ein Haus gebaut, ganzen schwäbischen Klassiker, und so mit Anfang 30 sind sie zurückgekommen in Schützenverein, haben ihre Sachkunde vorgelegt und die Behörde hat gesagt, wir möchten gerne neue. Weil es so lange her ist. Weil es so lange her ist. Ob das rechtlich haltbar ist, eine Sachkunde hat normalerweise Bestandsschutz, aber ich weiß nicht, ob schon mal jemand gegen sowas geklagt hat, ob es dann rechtliche Aussage dazu gibt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber zunächst mal ist das nicht ganz unbegründet. Die Behörde vermutet dann vielleicht als Jugendlicher nicht so alles gemacht, wie es sein muss. Oder egal, was sie denkt, die Behörde, sie sitzt im Moment am engeren Hebel. Also wenn ich weiß, ich habe in den nächsten Jahren nicht vor, ist nur eine Empfehlung. Ja, bei manchen funktioniert es, aber ich habe schon viele gehabt, die mussten ihre Sachen immer machen. Ich habe verständlich. Mit 14 vergisst manches dann wieder, bist noch nicht so dabei. Und man versetzt sich in die Lage der Behörde. Das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal zu sagen. Die Behörde ist für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zuständig in unserem Land. Das sagt oftmals schon Name, für öffentliche Ordnung und Sicherheit. Und das macht, genau das macht sie. Darum kümmert sie sich. Ob sie das immer in unserem Interesse tut, das ist, und ob wir das verstehen, das ist auch nicht der Sinn. Aber sie sitzen da am anderen Ende des Schreibtisches, sage ich immer. Und da muss man sich einfach auch mal reinversetzen, warum die jetzt das eine oder andere antworten. Über manches kann man diskutieren, über manches ist es ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, einfach hier der Hinweis. Sachkunde mache ich dann, wenn ich weiß, jetzt möchte ich in absehbarer Zeit, es muss nicht gleich sein, aber in absehbarer Zeit, eine Waffe erwerben, dann macht es Sinn, die Sachkunde zu machen. Okay. Jetzt sind wir über die Sachkunde informiert worden. Jetzt geht es noch um die Standaufsicht. Darf ein Jugendlicher Standaufsicht machen, wenn er im Rahmen der Sachkundeausbildung die notwendige Qualifizierung erreicht hat? Und dann noch die Frage, was ist, wenn eine andere Standaufsicht mit anwesend ist? Also grundsätzlich darf nur Standaufsicht machen, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Also die Volljährigkeit steht überall geschrieben, steht im Gesetz geschrieben, steht in den DSB-Richtlinien geschrieben. Das heißt, er darf es auch nicht machen, wenn jemand dabei ist. Er darf, wenn jemand anderes dabei ist, kann er natürlich Scheiben wechseln und helfen, aber das ist dann nicht die Aufgabe der Aufsicht, sondern er ist mit auf dem Schießstand, das kann er tun. Aber die Aufgaben der Aufsicht darf man nicht übernehmen. Ja. Das ist ganz wichtig. Zur nächsten Frage. Darf der Jugendliche alleine schießen, wenn er im Rahmen der Sachkundeausbildung die notwendige Qualifizierung zur Standaufsicht erreicht hat? Und ist diese an ein Alter gekoppelt? Das ist eine ganz spannende Geschichte. Der Gesetzgeber hat 2003 in seiner Gesetzesänderung sehr großzügig formuliert, einer darf allein schießen, wenn sichergestellt ist, dass er die Voraussetzungen erfüllt. Das war damals für den Leistungssport gedacht, diese Regelung, und für die Büchsenmacher, die ihre Waffen anschießen. Und daraus ist jetzt eine ganz allgemeine Regel geworden, weil das nicht so komplett im Gesetzestext übernommen wurde. Das heißt, in der Theorie darf jetzt jeder alleine schießen auf dem Schießstand, wenn er volljährig, persönlich zuverlässig, sachkundig ist, also alle Kriterien erfüllt. Persönliche Eignung nicht zu vergessen.
Und er muss natürlich einen Schieß- und Standaufsichtlichen Lehrgang haben. Mhm. Muss er haben. Aber er muss volljährig sein. Okay. So, und ich glaube, ja, du hast es gerade rausgehört. Die Volljährigkeit, er darf es nicht allein, selbst wenn er alle anderen Kriterien erfüllt, darf er nicht alleine auf dem Schießstand. Ja. Mhm. Erst wenn er 18 ist, darf er das tun. Und das ist auch ganz, ganz wichtig einzuhalten. Es ist wirklich, es wird teilweise von den Behörden zwischenzeitlich kontrolliert, Schieß- und Standaufsichten, ob das gemacht wird in den Vereinen. Und dann wäre natürlich so eine Geschichte hier, ein Jugendlicher auf dem Schießstand, ohne entsprechende Ausnahme vom Alterserfordernis oder jetzt in dem Fall ohne Volljährigkeit, für das Alleinschießen eher nicht möglich. Und an dieser Stelle vielleicht noch ein Hinweis. Jeder, der das jetzt gehört hat und zu seinem Oberschützenmeister rennt und sagt, oben hat gesagt, ich darf alleine auf dem Schießstand schießen. Der Gesetzgeber würde das einräumen, aber das heißt nicht, dass der Verein das auch erlauben muss. Okay. Ja? Ja. Also ich kenne viele Vereine, die das nicht tun, weil jeder einen Schlüssel bräuchte fürs Schützenhaus und man auch hier drüber nachdenken sollte, unsere Schützenhäuser liegen oftmals versteckt im Wald. Zweimal in der Woche ist Schießtraining, wenn ich dann da alleine bin. Hier geht es nicht darum, dass ich vielleicht mir irgendwas mit der Schusswaffe zuziehen könnte, aber ich könnte auch einen Herzinfarkt bekommen oder ich werde von einer Biene gestochen und habe eine Allergie, einen allergischen Schock. Wo liegt dann da? Wer findet mich dann da? Ja. Also auch mal praktisch drüber nachdenken, jede Regelung, die erlaubt ist, muss auch Sinn machen jetzt für euren Verein oder für den Verein, in dem ihr seid. Und deshalb ist das eine Möglichkeit, die der Gesetzgeber einräumt, aber das heißt nicht, dass ich das automatisch in meinem Verein jetzt auch einfordern kann. So einfach ist es dann auch nicht und ich kenne viele Vereine, die es nicht tun. Okay. Ja, weil der Ursprungsgedanke war wirklich, diese Regelung ist für Leistungssportler und für Büchsenmacher zu Waffen einschließen. Okay, ja. Das ist so nicht übernommen worden und deshalb jetzt die Möglichkeit, aber wir bitten hier auch um Verständnis, dass das nicht jeder Verein leisten kann und leisten möchte, von der Verantwortung her. Denn wenn was passiert, dann ist der Oberschützenmeister derjenige, der sich die Frage gefallen lässt. Ja. Das ist einfach so, ja. Okay, danke. Die nächste Frage. Mein Vater ist Jäger und hat einen Dressur mit Widerstandsgrad 1. Darf ich als Jugendlicher mit einem eigenen BWK, das Kaderschütze zum Beispiel, mein KK-Gewirr gemeinsam mit ihm in diesem Tresor aufbewahren? Also ich muss sagen, ihr habt euch gut vorbereitet. Da sind super, richtig super Fragen dabei. Ein Einzeltresor ist schon mal super. Mehr geht nicht im Moment. Also in dem, was wir jetzt hier sagen. Es gibt schon noch Tresore, die mehr können, aber für uns ist das mal super. Der Jugendliche darf diese Waffe damit reintun, wenn... So, jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Es heißt, gemeinschaftliche Aufbewahrung ist erlaubt, also Vater, Sohn in dem Fall, das ist super. Was aber zu beachten ist, wenn der Vater Jäger ist, dann sind da in der Regel Großkaliberwaffen im Schrank. Und wenn der Sohn noch nicht 25 ist, dann darf er sie nicht mit da reintun und braucht einen eigenen Tresor. Also das KK-Gewehr mit der Großkaliberbüchse vom Vater, zur Jagdbüchse tun, wenn ich noch nicht die Altersgrenzen erreicht habe, dann nicht. Ansonsten darf ich das. Okay. Ja, das ist ganz wichtig. Da muss man auch schauen. Gemeinschaftliche Aufbewahrung, vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Tipp. Junge Menschen gehen zum Studium, ja, und müssen teilweise ja ihren Hauptwohnsitz am Studienort anmelden. Ich glaube, Tübingen war das immer so oder ist, glaube ich, auch noch so. Das heißt, in der Theorie würde die Waffe mit nach Tübingen müssen. Mhm. An den Hauptwohnsitz, in der Theorie. Aber keine Behörde hat irgendein Interesse daran, dass der Tresor in einer WG mit vielen jungen Menschen steht. Also darf die Waffe bei den Eltern bleiben. Da stellt man einfach einen Antrag bei der Behörde, erklärt das und dann besteht die Möglichkeit, dass die Waffe bei den Eltern bleibt oder wo auch immer. Ja, also das sind so Sachen, die sind möglich. Die sind so genau nicht irgendwo aufgeschrieben natürlich, weil es immer Ausnahmen sind. Und aber das funktioniert ganz gut. Also mir ist keine Behörde bekannt, die da Spaß dran hätte, wenn der Tresor in diese WG umzieht. Ja, okay. Gut, dankeschön. Das waren mal die Fragen von unserer Seite aus. Wir haben versucht, querbeet alle Themenbereiche abzudecken. Ich hoffe, das ist uns gelungen jetzt. Falls ihr da draußen noch Fragen habt zu dem Thema Waffenrecht, jederzeit gerne schickt es uns, wie Katrin vorher schon erklärt hat, in den Chat rein. Wir versuchen sie dann nachher alle zu beantworten. Wir machen jetzt eine kurze Pause, sammeln eure Fragen und sind dann nachher gleich wieder zurück.